Hallo schön Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdoms Region of Memories. Im letzten Part haben wir über Photoshop und so alles geredet, über YouTube Backgrounds und so. Ja, das fühlen wir jetzt einfach mal sofort. Ah, ich habe eine Karte verballert. Ah. Dem Kartenverballerer. Ja, das ist doch voll scheiße. Ja, ich überlege auch momentan so ein bisschen, ob ich noch ein paar neue Formate irgendwie mit einnehme in meinen Kanal quasi. Aber ich, da noch nichts feststeht, will ich auch noch nichts spoilern. Spoiler? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich irgendwann so weit bin, dass ich sage, ich habe genug Zeit, ich habe genug Lust dazu, dann werde ich dazu schon ein paar Sachen aufnehmen, bisschen was hochladen vielleicht auch. Das Problem ist momentan bei mir, es ist sehr blöd. Erstmal bin ich dauernd krank, zweitens bin ich irgendwie dauernd gestresst wegen der Schule und das ist schwierig. Eventuell werde ich die Sommerferien auch nicht wirklich viel Zeit haben, vielleicht höchstens 2 Wochen, kommt drauf an. Nice. Also richtig Zeit haben dafür. So, statt jetzt zu skypen und so. Nee, ich denke mal so ein bisschen Zeit werde ich haben, aber nicht ganz so viel wie sonst. Warum hat sich Rico jetzt nicht umgedreht? Der sollte sich umdrehen und zu dem schlagen, aber okay. Ah. Ja. Und momentan habe ich auch so ein bisschen das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich weitermachen soll. Alles Nullen, bist du behindert? Damn Nullen. Ja, wie gesagt, ich habe momentan halt, weil bin ich manchmal mir nicht sicher, soll ich damit jetzt weitermachen oder damit oder, ne? Ja. Kennt man ja, manchmal hat man das Problem, man weiß nicht mehr, na, soll ich heute das hochladen oder das aufnehmen oder das aufnehmen? Na, ich habe einen gestrickten Upload-Plan. Eigentlich gehört Kingdom Hearts auch noch in den Upload-Plan, doch da ich nichts im Vorrat habe, gibt's kein Kingdom Hearts. Ja, eben. Das ist dann teilweise meine Schuld. Ach Quatsch. Denn wir hätten beide einfach keine Zeit und keine Lust. Lust schon. Zeit. Die haben Zeit. Die haben Zeit. Ja, und ich hab lange überlegt. Wahrscheinlich werde ich demnächst auch ein Infovideo machen. Oh no. Aus dem Nichts. Wie kannst du bloß ein Infovideo machen aus dem Nichts? Ja, ich meine, irgendwann muss ich ja irgendwas hochladen und da dachte ich, es wäre am fairsten, wenn ich ein Infovideo hochlade. Ja. Weil viele es vielleicht interessiert, was ich zu sagen habe und vielleicht auch nicht, vielleicht schon, aber nur so. Ich werde dann wahrscheinlich aber auch nicht direkt nur ein Infovideo hochladen, sondern ein Infovideo, dann irgendwie noch ein Part oder so. Von welchem Projekt? S4 Leech oder was? Ja, I'm not sure about that. Hast du nicht überhaupt noch einen S4 Leech Part auf Vorrat oder so? Einen hatte ich noch auf Vorrat. Das wäre das Problem. Das ist ja, das wäre eine ungerade Nummer. Und das würde mich nicht zufriedenstellen. Ja, du wolltest eh bis Part 40 machen, dann erstmal pausieren. Genau, ebenso. Das würde dann. Ja, ich glaube, ich mache Part 41 noch als kleines Extra, als Bonus-Part quasi. Lade ich den vielleicht noch hoch. Dazu demnächst müssen wir aber mal wieder zocken. So, und ab Part 41 quasi würde dann die nächste Season beginnen. Weil die Season, wie hieß sie da? Die Alice? Season ist ja jetzt vorbei. Schon etwas länger. Ja, wir haben auch voll lange nicht mehr gezockt. Wir hatten so eine ganz intensive Phase, da haben wir, hast du auch das LP mitgestartet, dass wir diese intensive Phase hatten, wo wir auch beide abgingen, und dann haben wir nur noch verkauft. Das Problem ist einfach, vor einer Ewigkeit habe ich mir eine neue Maus gekauft. Das Problem ist, in S4 Leech ist die einfach so dermaßen am Übersteuern. Ich weiß aber jetzt auch, woran es liegt. Ja? Ja, ich habe da ein Profil drauf gemacht. Für S4 Leech. Also die hatte, das ist eine richtige Gaming-Maus, die hat halt auch solche
verschiedenen Modi von den DPI-Anzahlen und kann verschiedene Einstellungen vornehmen, wenn ich zum Beispiel erst vor Leech spielen will. Und das Problem bei der ist, dass ich da als Einstellung genommen habe, dass das die Maus auf Maximum stellen soll in System und DPI. Und das ist einfach, wenn ich die nur einen Millimeter bewege, kann ich 360 machen. Und das dann kann ich gar nicht. Ich müsste also permanent mich drehen, um einen Gegner mit dem Fadenkreuz zu verfolgen. Das macht keinen Sinn, also. Oh baby, 360. Oh bitch, please. 730. Oh. Nee, 720, so. Nee, aber das wäre irgendwie. Ich muss dann irgendwie mal diese. Das Problem ist, momentan ist das so, wenn der sieht, S4Leech ist geöffnet, dann geht er hin und schaltet automatisch alles auf Maximum. Ich muss das noch ausschalten, dann kann ich wieder normal S4Leech spielen. Ja, ich können wir auch nochmal spielen, so. Habe ich, ich glaube vorgestern oder so, habe ich mal geguckt, wie das wäre, ob ich das noch irgendwie hinkriege, das zu spielen. und habe dann gemerkt, dass die Maus übertrieben schnell ist, im Vergleich zum Desktop. Weil ich mich langsam. Ich musste mich ja halt eine ganze Weile an meine neue Maus gewöhnen. Und da ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen, dass das einfach eine dumme Idee war, die so einzustellen. Die ist einfach dann zu schnell. Wirklich, du bewegst sie nur ein paar Millimeter auf dem Tisch. Und im Game oder so. Oder auf dem Desktop, du bist am anderen Ende des Monitors. Du kannst nicht in die Mitte. Weil die einfach, Ich mag gerade den Raum der Karte. Warte mal, wie lange brauchst du ins nächste Level noch? Das frage ich mich auch. 777, oh, das ist eine schöne Zahl. 777777, Jackpot! So, jetzt wäre ein einarmiger Bandit ganz gut. 777. Ja. Die Zahl gefällt mir auch. Okay, jetzt. Jeder Glücksspieler liebt die 777. Bei Final Fantasy 7 war das ein Bug, da hast du immer sie weit. Das war das aber der 7777 Leben-Bug. Da hast du immer weiter 7777 Schaden für eine. Keine Ahnung wie lange gemacht. Meins hingst du dann da so 5 Minuten, hast du die ganze Zeit Schaden drauf gehauen. Und der Gegner konnte nichts machen. Ich guck mal gerade. S4Leech, warte. Ne, ich wollte ja erstmal das in den in der Konfiguration von dem Treiber ändern. Weißt du, das Lustige ist, die hat so eine Art Licht, die Gaming-Maus. Und da gibt's halt verschiedene Modi. Ich kann zum Beispiel Farbrotation, Rot, Gelb, Grün, Blau, Dunkelblau und Purple auswählen, ne? Mhm. Das Problem ist, egal was ich auswähle, meistens passiert, dass die Farbe rotiert, beziehungsweise dass irgendeine zufällige Farbe kommt. Quartz. Ich hab nur Quartz gesagt, weil Rico auf den Boden gesmashed hat. Ja, auf jeden Fall. Und das Lustige ist, seit 2 Tagen habe ich irgendwie das pinke Licht, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Da läuft. Also, wenn ich jetzt irgendwie. Ich meine, das ist ja. Ich schäme mich dafür gar nicht so. Es ist nur ein Licht. Eben, es ist nur ein Licht. Selbst wenn irgendwer jetzt sagen würde, oh, wie geil. Ist mir doch egal. Meinetwegen. Ich meine. Ist ja deren Problem, wenn die da irgendwas sagen. Jawohl. Ich will den Primitivangriff behalten. Weil die da alleine alle mit einem Schlag tot sind. Warum auch immer. Jetzt habe ich, warte mal, ich muss mal gerade gucken. So, übernehmen. Oh, wieso geht er da einmal auf Pink? Ich verstehe es nicht. Meine Nase juckt. Ich habe jetzt niesen zu müssen. Und ich will nicht niesen. So, okay, wenn ich. Okay, jetzt verstehe ich das. Wenn ich, ich habe die Möglichkeit, 5 Einstellungen zu machen. Wenn ich 1 nehme, dann habe ich blau. Wenn ich 2 nehme und das übernehme, dann kriege ich rot.
Wenn ich 3 nehme, kriege ich Pink. wenn ich 4 nehme, kriege ich Grün. Und wenn ich 5 nehme, kriege ich Gelb. Was irgendwie ähnlich wie Grün aussieht. So ein ganz komisches Gelb ist das. Okay. Aber ich hab jetzt mal, wie heißt es? Ich hab jetzt mal den, ich versteh's nicht. Jetzt auf einmal funktioniert das Umstellen. Damals hatte ich das Problem, als ich die Maus da angeschlossen habe. Ich, konnte keine Einstellung verändern. Das ist ja doof. Ich verstehe auch nicht warum, aber jetzt kriege ich das hin. Jetzt kann ich Sachen verändern daran. An dem Treiber. Komischerweise, auf einmal, jetzt wo ich es nach Ewigkeiten mal versuche wieder, klappt es. So, zumindest das mit der Farbrotation funktioniert gerade nicht, aber... Aber wenigstens die Zeigerpräzision lässt sich verändern. Dann die Verbesserung lässt sich ausschalten. Dann die DPI-Zahl lässt sich verändern. Also so eine Kacke lässt sich plötzlich alles verändern. Ist doch gut. Ja, finde ich auch. Ich kann sogar einschalten, ob das diesen Briefing-Effekt haben soll. Dass es so ein bisschen wirkt, als wenn das atmen würde. Also immer so langsam heller werden, langsam dunkel werden. Ich mache aber lieber auf aus, weil dann ist das Licht nicht so ganz so hell und dann braucht ihr weniger Strom, glaube ich. Ja, denke schon. Ich finde das sowieso unnötig. Ich meine, meinetwegen könnten sie auch die Funktion aus. Da gibt es die Funktion aus. Lustigerweise ist es dann so, dass du dann eine nicht komplett aus. Also, dass es nicht komplett aus ist, sondern dass das nur dunkel gemacht wird. Wirklich richtig abgedimmt, aber du siehst immer noch, dass da eine Zabe ist und immer noch, dass da irgendwie Licht ist. Die sollten hingehen und das wirklich ausschalten, meinetwegen. Das würde mir nichts ausmachen. Aber das bin wahrscheinlich nur ich. Ich meine, es gibt so Leute, die haben wirklich so... Die mögen diese Gaming-Mäuse hauptsächlich, weil sie sowas machen. Wegen Licht. Weil die cool aussehen sollen. Okay. Es gibt Leute, die spielen mit Gaming-Mäusen erstens, weil die hohe DPI-Zahlen benutzen. Weil es irgendwie ein Mythos ist, dass die angeblich so gut sind. Ich habe hier auch ein Gaming-Headset auf zum LPN, aber ich habe das mir nur geholt wegen dem guten Mikrofon. Ja, so, und dann gibt es... Es gibt Leute, die schwören auf hohe DPI-Zahlen. Wobei ich sagen muss, das ist eine Ansichtssache. Jeder muss mit seiner DPI klarkommen, wie er... Ja, du kannst auch mit einer niedrigen DPI gut sein. Wo es drauf ankommt, ist, glaube ich, der Brennwert der Linse. Oder des Lasers. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall sowas. Diese optischen Sachen sind wichtiger als die DPI. Die DPI gibt nur an, wie viel im Verhältnis zu... zur Maus, wie sehr bewegt sich der Zeiger da? Heißt, wenn du irgendwie eine hohe DPI hast und die Maus ein Stück bewegst, dann bewegt sich der Mauszeiger sehr viel. Wenn du eine niedrige DPI hast an der Maus, dann ist das so, wenn du die wenig bewegst, dann bewegt sich der Mauszeiger auch sehr, sehr wenig. Je nachdem, ne? Mhm. Also das ist eine Sache. Wenn du die Maus gleich bewegst, bei einer hohen DPI bewegt sie sich weiter auf dem Bildschirm. Bei einer niedrigen DPI bewegt sie sich weniger weit. Ganz einfach. Es hat. Hört auf, Freunde zu beschwören, Miss Fischer. Tschüss. Meisten sagen jedes Mal, dass es so wäre, dass das was damit zu tun hat, wie präzise eine Maus ist. Ne? Mhm. Es hat aber nichts damit zu tun, wie präzise, sondern wie schnell bewegt sich der Mauszeiger im Verhältnis zur Maus. Okay. Deswegen macht so eine hohe DPI bei einer Maus nicht so viel Sinn, wenn man nicht mit so einer DPI gewohnt ist zu arbeiten. Ja, ich habe auch eine ganz normale Maus. Ich habe nur da halt das Logitech G35 Gaming Headset, aber sonst. Ich meine, ich. Und ja, Leute, das Headset war teuer. Kann ich mir vorstellen. 105 Euro.
Weißt du, welches Season jetzt bei S4 Legion ist? Ich gucke ja gerade, weil ich die Einstellung. Nee, ich weiß nicht, welches Season das ist. Das ist S4 Legion Cyborgs. Ach so. C17, C18 und C19. Nein, Spaß. Warte. Leute, ihr werdet jetzt live was miterleben. Hey, weißt du von denen hier? What the fuck? Ich bin C16. War klar, dass es kommt. Oh, Jan, dein Auftritt. Ich bin Captain Nock. Moment, ich kann nicht zwei Leute sprechen. Oh, ich mach dich hart. Das tut weh. Du Wichser, lass das. Nimm das. Fick mich. Jetzt hab ich dich. Nein. Ihr werdet nicht gewinnen. Oh nein, er hat gewonnen! Der Wichser! Oh, meine Eier! Der spricht gar nicht mehr Rico! Rico ist voll konzentriert, lass dich in Ruhe! Oh, mein Fuß! Mein Fuß ist eingeschlafen wegen dir! Red weiter, Captain Hook! Moment! Ich versuche mich gerade einzuhören, so. Jetzt weiß ich fertig. Das tat weh. Egal, scheiß drauf. Hey, weich nicht aus, du Arsch. Doch, ich kann's. Ich laufe wie eine Tunte. Ja. Oh nein. Das tat so weh. Scheiße. Was Scheiße. Es kommt eine Katze, ich habe Durst. Ach nein, wir müssen ja noch durch. Oh nee, es kommt ja gar keine Katze hin. Du siehst Katzen, wo keine Katzen sind. Nein, ich habe vergessen, dass sie noch zurücklatschen müssen. Ich war jetzt gerade in der Sora-Story vertieft. Doch wir müssen jetzt den ganzen Weg zurück. Nee, gar nicht. Swarm. Ich habe aber keine Lust mehr zu kämpfen. Ich muss mal gerade überhaupt erstmal. Ich muss gerade überlegen, wie verdammt nochmal, wie man. What the fuck? Wie war mein Passwort in dem Spiel? Oh nein. Oh nein, die haben jetzt plus 2 und tschüss. Aua. Bin ich jeweils schon mal im RP geflohen? Wenn nein, jetzt bin ich es. Shame on you. Okay, jetzt habe ich mein Passwort wieder. Das stimmt, da musst du ja das erste Zeichen mindestens groß machen. Erste Zeichen hoch. Ja. Du musst ein Zeichen da drin gut haben. Ja, das erst ein Zeichen in dem Passwort muss groß sein und es muss eine Zahl enthalten sein. Ja, ich habe das erste Zeichen groß gemacht. Es gibt eine neue Karte, die nennt sich Ice Square. Es gibt Iron Boots. What the fuck? Ich gucke gerade so, Enchant, Random Shop. Warte mal, hä? Da ist der Shop. So, da. Okay. Jetzt müsste aber, glaube ich, eine Cutscene kommen, weil wir kriegen neue Karten. Wir haben ja keine mehr. Also Raum-Weltenkarten. Du, Dom, es gibt eine, neue Nahkampfwaffe. Okay, jetzt sind wir gleich weiter. Es kommt, glaube ich. Ja, Katz. Huh? What are you supposed to be? Surprised? I guess you should be. After all, I look just like you. I'll tell you what I am. I'm an exact replica of you that Vexen made from your data. So you're a fake me. Not a fake! I don't care if you're real. You're not better. We share the same body and the same talents. But there is one easy way to tell us apart, though. Objection! Unlike Objection. You, I fear nothing. Are you calling me a coward?
You're afraid of the dark. The darkness inside you still frightens you, no matter what you say. But I'm different. I embrace the darkness. I can make it do whatever I want. So, I can wipe the floor with it. Recoception! My goodness. Ich habe jetzt gerade mich mal ein bisschen umgeguckt. Aber erst Recoception im nächsten Part. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.